Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstv natürlich mal wieder. Und unsere Blackies haben einen 3-0 Heimsieg zum Saisonauftakt am ersten Spieltag zu Hause in der Saison 2019-2020 gegen den SKN St. Pölten ganz souverän eingefahren. Ich hätte es mir ehrlich gesagt nicht in dieser Art und Weise vorstellen können vor dem Spiel. Aber das war, finde ich, rundherum eigentlich eine sehr, sehr souveräne Leistung bei den Blackies. Gerade nach dem Haugesund-Spiel am Donnerstag war den Jungs das eigentlich nicht wirklich so in der Form zuzutrauen. Aber die Jungs haben Gas gegeben, haben uns eines Besseren belehrt. Und jetzt bin natürlich auch ich, jetzt wohl eh nach dem Spiel, klar auch vorsichtig optimistisch, dass wir das Ganze auch gegen Haugesund in der Europa League-Qualifikation noch umdrehen können. Kommen wir zum Spiel. Unsere Blackies gestartet wie aus der Pistole geschossen. Gleich mal nach knapp 2 Minuten tankt sich Jakob Janscher. Ihr merkt, meine Stimme schon wieder weg, sehr früh in diesem Video, aber macht nichts. Tankt sich Jakob Janscher über die halblinke Position durch. Interessant übrigens auch, kein richtiger Stürmer in der Startelf. Kitaishvili hat quasi die falsche 9 gemimt. Und jedenfalls tankt sich Jakob Janscher über halb rechts durch und dann ein herrlicher Schlenzer ins Eck. Sau, sau, sau schönes Tor für meine Begriffe und die frühe Führung für die Jungs. Außerdem, die Blackies danach weiter am Drücker. Also in der ersten Halbzeit habe ich die Spieler so gut wie nicht wiedererkannt. Gerade die letzte Saison schon da waren. Unsere Jungs weiterhin am Drücker. Immer wieder auf das Tor, immer wieder die Abstöße gesucht. Kitaishvili, Schuss vorbei. Kitaishvili mit dem Kopf. Jakob Janscher mit einem Schuss, den der Goalie, den Riegler im St. Pölten-Tor noch abwehren kann. Und immer wieder Sturm. St. Pölten mit ein, zwei Halbchancen, aber eigentlich komplett ungefährlich. Nach, ich glaube, so circa einer halben Stunde dann auch noch ein Mann mehr bei unseren Jungs, beziehungsweise ein Mann weniger bei St. Pölten. René Gadler sieht nach einem wohl brutalen Foul. Ich habe es leider nicht vernünftig sehen können. Ich glaube an Dominguez, bin mir aber auch da nicht sicher. Da könnt ihr mich gerne verbessern in den Kommentaren. Auf jeden Fall sieht Gadler die rote Karte und Sturm ab diesem Zeitpunkt dann auch noch mit einem Mann mehr auf dem Platz. Und ja, man versucht weiterhin das 2-0 zu machen, vergibt die ein oder andere Möglichkeit weiter. Aber trotzdem, die Blackies sehr, sehr engagiert in puncto Torabschluss. Und ja, knapp vor der Pause gelingt dann auch noch das 2-0 nach. Ihr werdet es nicht glauben, einer Standardsituation. Eckball für die Blackies, der Ball wird per Kopf weitergeleitet. Ich glaube von Avlonitis, aber auf jeden Fall ist es Dominguez, der den Ball dann mit dem Kopf noch unterbringt, knapp vom Seitenwechsel und das 2-0 für Sturm erzielt. Nach der Pause geht es auch munter weiter mit dem gleichen Kick. Also unsere Blackies gehen das Ganze vielleicht einen Hauch gemächlicher an als im ersten Durchgang, aber trotzdem versucht man weiter immer gefährlich und präsent vom gegnerischen Tor zu sein. St. Pölten kommt nie so richtig zu 100% in die Partie und Sturm dann auch noch mit dem dritten Treffer erneut. Der Torschütze Jakob Janscher wieder über halb rechts. Ich glaube, Husbeck war es, der sich durchgetankt hat. Der Pass weiter auf Röcher, der schön auf Janscher und dieser verlädt wirklich wie ein Skifahrer den Keeper der St. Pöltener Riegler im Tor und dann macht er den super eiskalt rein. Da merkt man schon die Torjägerqualitäten von Jakob Janscher. Der war ja auch schon Torschützenkönig vor einiger Zeit in der österreichischen Bundesliga und eben das 3-0 zu diesem Zeitpunkt. Ganz klar die Entscheidung von St. Pölten. Wenig bis gar nichts gekommen. Sturm immer wieder kontrolliert auch in der Offensive und dann auch mit guten Chancen der Rückkehrer. Leute, was geht ab? Hier ist Elias und hier ist der vierte längste Frau. Und eben auch Sturm noch mit guten Möglichkeiten. Christoph Leitgeb mit einer Chance. Der Rückkehrer wurde ja eingewechselt. Und beim Comeback hätte auch er gut und gerne ein, zwei Tore machen können. Kommt relativ unbedrängt zum Schuss aus halblinker Position. Aber okay, das sei den Jungs an der Stelle auf jeden Fall verziehen. Markus Pink hat dann auch noch, der wurde auch noch eingewechselt in der Schlussphase. Eine weitere Chance, es hätte ohne weiteres 4-5-0 für Sturm auch ausgehen können. Am Ende bleibt es beim 3-0 und ich behaupte mal, wir haben uns die 1-2 Tore für FK Haugesund am nächsten Donnerstag aufgehoben. Von dem her bin ich wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lernstv. Natürlich nochmal extra Sonderlob an El Maestro, der weiß offensichtlich, wie man doch eine Mannschaft einstellt. Und von dem her war es auch wieder schon von mir und wir sehen uns einfach eben, wie gesagt, beim nächsten Mal hier bei der Lernstv. Euer Elias auf die Schwarze natürlich und bis dann. Ciao, ciao.